الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich möchte heute mit euch einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam besprechen, der überliefert wird von Sa'd ibn Abi Waqqas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Sa'd ibn Abi Waqqas sein Vater hieß Abu Waqqas, aber das ist sein Beiname, sein eigentlicher Name ist Malik. Nicht zu verwechseln mit Abu Sa'id al-Khudri, der nämlich auch so ähnlich hieß und auch Sa'd ibn Malik hieß. Wie dem auch sei, es geht hier um Sa'd ibn Abi Waqqas, eine der berühmten Persönlichkeiten, einer der ersten Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sein Sohn Amr berichtet uns, dass er, sein Vater, sehr krank wurde in Mekka. Gemeint ist, sein Vater Sa'd radiallahu anhu ist nämlich von Mekka nach Medina ausgewandert und später als er nach Mekka zurückgegangen ist für ein paar Tage, ist er dort erkrankt. Er war dort, um etwas zu erledigen, und als er dort erkrankt war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn dort besucht. Sein Sohn sagt, es ging mit ihm zu Ende, das heißt, er dachte, er wäre am Sterben. Da gestattete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn einen Krankenbesuch. Da sagte er, O Gesandte Allahs, ich habe viel Vermögen und niemand beerbt mich außer meiner Tochter. Darf ich 2/3 spenden? Also ein Drittel lasse ich meiner Tochter und 2/3 spende ich, bevor ich sterbe. Er sagte, nein. Er sagte, wie wäre es mit der Hälfte des Vermögens? Er sagte, nein. Er sagte, und wie wäre es mit einem Drittel meines Vermögens? Und ich lasse ihr dann 2/3 übrig. Er sagte, ein Drittel geht in Ordnung, aber auch ein Drittel ist viel. Deine Erben, sagte er sallallahu alaihi wasallam, deine Erben reich zu hinterlassen, ist besser, als sie arm zurückzulassen, sodass sie den Menschen ihre Hände ausstrecken, das heißt, dass sie betteln gehen müssen. Für alles, was du ausgibst, wirst du belohnt, sogar für das Stück Brot, das du in den Mund deiner Frau legst. Daraufhin sagte Sa'd radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, werde ich meiner eigenen Auswanderung nicht nachkommen? Das heißt, er hatte Angst, dass er in Mekka stirbt und zu denjenigen Menschen gehört, die ihre eigene Hijra, ihre eigene Auswanderung ungültig gemacht haben. Denn wenn jemand auswandert für Allah Azza wa Jal, wie kann es dann sein, dass er zu der Stelle, die er für Allah verlassen hat, wieder zu ihr zurückkehrt? Werde ich meiner eigenen Auswanderung nicht nachkommen? Er sagte, wenn du auch nach mir zurückbliebest, wenn du auch nach mir zurückbliebest in Mekka, aber rechtschaffene Taten verrichten würdest, durch die du Allahs Angesicht anstrebst, so würdest du dadurch nur erhöht und an Rangstufen gewinnen. Er will ihm sagen, mach, was du machen kannst, und darüber hinaus wirst du nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine goldwerten Worte, auf dass du durch dein Zurückbleiben manchen hilfst und anderen schadest. Auf dass du durch dein Zurückbleiben manchen hilfst und anderen schadest. Hiernach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Allah, lass die Auswanderung meiner Freunde vollenden und lass sie nicht auf den Fersen kehrt machen. Und daraufhin sagt, und das ist der Hadith, wie gesagt, abgekürzt. Zusammengefasst, liebe Geschwister, wissen wir, dass Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu viele Errungenschaften im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und zu den gewaltigsten Errungenschaften überhaupt gehört, dass Abdurrahman ibn al-Akhnas, rahimahullah ta'ala, eines Tages in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und da hat jemand den Namen von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu erwähnt. Daraufhin stand Sa'id ibn Zayd, ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht irgendeiner, wie wir gleich sehen werden. Er stand auf und wollte etwas dazu sagen, weil entweder hat jemand über Ali radiallahu anhu etwas Gutes oder etwas Schlechtes gesagt oder hat ihm einfach beim Namen erwähnt. In dem Moment fällt ihm ein, er sagte, ich bezeuge den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört zu haben, als er sprach, 10 werden im Paradies sein. Und das ist der berühmte Hadith über die 10 Leute, denen das Paradies versprochen worden ist, noch zu Lebzeiten, in einem einzigen Hadith. Ansonsten gibt es viele Sahaba, denen das Paradies versprochen worden ist, nicht nur diesen 10. 10 werden im Paradies sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird im Paradies sein. Abu Bakr wird im Paradies sein.
Umar wird im Paradies sein. Uthman wird im Paradies sein. Ali wird im Paradies sein. Talha wird im Paradies sein. Az-Zubayr ibn al-Awwam wird im Paradies sein. Sa'ad ibn Malik wird im Paradies sein. Und das ist der, über den wir heute sprechen. Abdurrahman ibn Auf wird im Paradies sein. Und wenn ich wollte, würde ich den Zehnten nennen. Nachdem er 9 erwähnt hat, erwähnt er den Zehnten nicht. Da sagten sie, wer ist es? Er schwieg. Sie sagten, wer ist es? Er sagte, Sa'id ibn Zayd. Er wollte, wie man deutlich erkennen konnte, er wollte sich selbst natürlich nicht beim Namen nennen. Denn das gehört, wie gesagt, zur Unterwürfigkeit, dass man natürlich nicht selbst sich beim Namen nennt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zufrieden sein und ihnen Unterwürfigkeit und uns ebenfalls Unterwürfigkeit schenken und Bescheidenheit. Liebe Geschwister, so viel zu seinen Errungenschaften. Und über diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es viel zu sagen, aber wir möchten noch erwähnen, dass Sa'ad bei Badr dabei war, bei allen Kämpfen und Schlachten dabei war. Und Sa'ad radiallahu anhu, ihr wisst, genauso wie der Shaitan einem Menschen einflüstert, ebenfalls flüstert auch der Engel einem ein. Der Engel, der Shaitan flüstert einem Übles ein, aber der Engel flüstert einem gute Sachen ein. Und an einem Tag hat ein Engel zweifellos ihm eine wunderbare Sache eingeflüstert. Und zwar berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Und zwar sagte sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts, als er auf dem Rückweg war nach Medina, eines Nachts schlafen wollte. Und dann sagte er in der Nacht, ich wünschte mir, einer meiner Freunde würde heute mich beschützen, für mich Wache halten. Ich wünsche mir, einer meiner Freunde würde für mich heute Nacht Wache halten. Sie sagte, Aisha sagt, während er das gesagt hat, wir sind noch in der gleichen Situation, während er das gesagt hat, hören wir das Geräusch einer Waffe. Hören wir das Geräusch einer Waffe. Daraufhin sagte der Prophet, wer ist da? Da sagte er, ich bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Daraufhin sagte der Prophet zu ihm, warum bist du zu mir gekommen? Er sagte, mir ist in den Sinn gekommen, und das ist der entscheidende Punkt, diese Einflüsterung des Engels, er sagte, mir ist in den Sinn gekommen, dass ich Angst habe um den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. So bin ich zu ihm gegangen, um ihn für ihn Wache zu halten. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn ein Bittgebet gesprochen und dann hat er sich schlafen gelegt in Ruhe. Und dieses Bittgebet, liebe Geschwister, das hat sich zweifellos bewahrheitet, wie wir inshallah ta'ala sehen werden. Wie dem auch sei, Sa'ad radiallahu ta'ala anhu hat dafür gesorgt, dass eine Angst seines Glaubensbruders weggenommen wird. Zweifellos wird ihm Allah Azza wa Jal dafür eine seiner Ängste am Tag der Auferstehung wegnehmen. Und wie ist es dann erst recht, wenn jemand die Angst des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beseitigen konnte? Sa'ad radiallahu anhu gehörte zu denjenigen Sahaba, die, wenn sie ihre Hände gehoben haben und Allah um etwas gebeten haben, Allah ihnen ihr Bittgebet erhört hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, Allahumma stajib lahu idha da'ak, O Allah, höre sein Gebet, wenn er dich um etwas bittet. Und er machte das für Sa'ad ibn Abi Waqqas und der Hadith ist in Sahih ibn Hibban überliefert worden. Wie dem auch sei, in dem eigentlichen Hadith lernen wir vieles, aber uns ging es in erster Linie um etwas über einen der Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu erfahren. Wir lernen aus diesem Hadith, die auf die Schnelle, liebe Geschwister, ein paar Punkte. Erstens, dass es gesetzlich ist und eine Sunna ist, dass man ein Vermächtnis hinterlässt. Das bedeutet, dass man sagt, dass ein Teil seines Vermögens möchte man spenden für die Person so und so oder für die Gesellschaft so und so, nachdem man gestorben ist. Das nennt man auf Arabisch Wasiyya. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass das Spenden, das Pflichtspenden, das heißt das Pflichtspenden in Bezug auf die eigene Familie und die anderen Personen, für die man aufkommen muss, noch wertvoller ist als das freiwillige Spenden. Das heißt, wenn es darauf ankommt, dann zieht man das eine dem anderen vor. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar gemacht, dass man bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens als Vermächtnis einer Person hinterlassen darf. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns klar gemacht, dass man, wenn man ein Vermächtnis hinterlässt, dass man es nicht hinterlassen darf für eine Person, die sowieso etwas erbt. Also angenommen, du hast zum Beispiel zwei Söhne und du hinterlässt 30.000 Euro, dann normalerweise, wenn du gestorben bist,
dann bekommen beide Söhne jeweils 15.000 Euro. Aber du darfst nicht sagen, ich gebe lieber einem von ihnen beiden ein bisschen mehr als Wasiyah, als Vermächtnis, weil er zum Beispiel arm ist oder das Geld dringend benötigt oder ähnliches. Das wäre nicht erlaubt, denn sonst würdest du einer Person, die sowieso etwas erbt, ein Vermächtnis hinterlassen. Die Lösung dafür ist, dass man die andere Person um Erlaubnis bittet, und wenn sie erlaubt, ist das kein Problem, aber die Erlaubnis, die entscheidende Erlaubnis, erst nach dem Tod, das heißt nach dem Tod des Vaters, müsste man noch einmal den einen Sohn, der bevorzugt worden ist, fragen, der benachteiligt worden ist, fragen, bist du damit einverstanden, dass der andere, dass der andere mehr Geld bekommt, und wenn er sagt, ja, ist das kein Problem, und er sagt, nein, dann darf man ihn dafür nicht angreifen, denn jemand, der auf sein Recht pocht, auf sein Recht beharrt, das ist eine Person, die man natürlich nicht angreifen darf. Zu guter Letzt, der Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sich bewahrheitet, denn als die Muslime zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu auf die Perser in Al-Qadisiyah im heutigen Irak getroffen sind, ein Ort im heutigen Irak getroffen sind, dort haben sie dann gegen die Perser gekämpft, und sie haben, und der Prophet, Entschuldigung, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass die Muslime einen Sieg erringen gegen die Perser. Das war im 15. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Sa'd ibn Abi Waqqas zufrieden sein, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir solchen edlen Menschen nacheifern, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihnen im Paradies zusammen auferweckt. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.